So, haben wir noch eine Frage oder was? Ja, noch eine. Okay. Also, ich gebe meinem Freund immer wieder eine Chance, obwohl er sich zum Beispiel getrennt hat, als ich gerade im Krankenhaus war und so weiter. Was soll ich tun? Also belogen war es, glaube ich, auch, ne? Und belogen. Ja, alles klar. Ja, okay. Ja, schwierig, ey. Solltest du ihm auch 172 Chancen geben? Unbedingt. Nee, das ist ja dieses, kennen, glaube ich, alle, die zu tun hatten so mit co-abhängigen Tendenzen und nicht nur die wirklich damit zu tun hat und nicht nur die Leute, die meinen, die hätten damit zu tun. In Wirklichkeit machen sie voll egomäßige Dinge irgendwie. Das ist ja auch nochmal was. Nee, also das ist ja genau der Punkt, dass man irgendwie Menschen immer so das Gute sieht und meint, dann immer wieder Chancen zu geben. Das ist auch im Prinzip, wenn man so will, ein schöner Zug. Nur es ist halt, lässt die Selbstliebe außer Acht, ne? Das ist halt so, weil dich selbst gibt es ja auch noch und du fällst sozusagen jedes Mal wieder unter den Bus. Und das kenne ich natürlich den Einzelfall nicht, aber gut, das ist ja so die Geschichten, wie ich sie zu Hunderten gehört habe. Oder kenne ich selber auch. Und wenn Partner nicht für einen da ist in schwierigen Lebenssituationen, natürlich darf sich jeder jederzeit trennen, da muss man natürlich ganz klar sagen. So. Und es gibt auch kein Gesetz, dass man immer die Wahrheit sagen muss, außer unter Eid oder ich weiß nicht was. Aber ist das wirklich die Art von Beziehung, die du haben willst? Ne? Und das ist ja, was ich früher, glaube ich, immer gesagt habe in den ersten toxischen Videos, dass so, wenn es immer weh tut und wenn der Partner nicht für dich da ist, dann ist es irgendwie eine toxische Beziehung so, ne? Was war, heute habe ich es noch. Habe ich noch viele andere Sätze dafür gefunden. Guck mal, der war cool. Aber das ist natürlich immer noch so, ne? Und es ist halt egozentrik, mangelnde Empathie. Und ein bisschen im Krankenhaus, man muss sich auch noch um eine scheiß Trennung kümmern. Also das ist wieder so out of order irgendwie. Aber es gibt halt Menschen, die sind so, was willst du da machen? Die, weiß ich nicht, leben in ihrer eigenen schrägen Welt, wo man alle möglichen Sachen machen darf. Also entweder, weil sie so egoistisch sind oder weil sie selber meinen, sie sind auch zu kurz gekommen und dürfen, haben jetzt ein Recht darauf, sich zu benehmen wie die Sau im, was weiß ich, wie die Sau auf dem Feld oder was weiß ich was. Ja, was willst du da machen? Aber wenn du immer wieder Chancen gibst, selbst zu deinem eigenen Nachteil, ist es, das ist ja auch ein anderes Wort für Themen mit Co-Abhängigkeit, ist mangelnde Selbstliebe. So, ne? Das ist aber jetzt nicht, dass du irgendwas falsch gemacht hast, weil fast alle Menschen haben zu tun mit mangelnder Selbstliebe. Und die einen kompensieren es eben so und die anderen kompensieren es so. Ne? Und nämlich selbst wichtiger. Und was willst du denn mit einer, also wenn du sowieso allein bist und dem anderen nicht glauben kannst und du dich allein sorgen musst im Krankenhaus, wofür verdammt nochmal brauchst du eine Beziehung? Kannst du dich abhaken, ey. Brauchst du nicht, das ist nur im Kopf, dass du sowas brauchst. Beziehung soll ja ein Mehrwert sein und nicht irgendwas, was einfach so zusätzlich Stress macht. So. Ja, in diesem Sinne, falls ich diese Wanderung überleben sollte, werden wir uns bald wiedersehen.